Das passierte in der letzten Folge Dark RP. Jetzt oder so. Er hat ja auf David Hilburg geschossen. Also natürlich habe ich ihn getötet. Wo bist du? Doch, es ist Gas. Sauerstoff ist Gas, ne? Wo bist du? Ich kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, er hat... Hallo, nee. Hallo. Ich bin sicher jetzt. Nee, ich möchte eigentlich nur Printer zerstören. Huso, huso, huso. Bitte einmal Waffe runter. Waffe runter, Polizei. Sofort Waffe runter, hopp. Oh, oh, Polizei! Schießt den, sollen wir den schießen? Ja, ich pass euch jetzt. Was ist? Ihr dürft das nur machen, wenn ihr Gelddrucker. Ja, wir haben Geld. Ja, haben wir. Hartes für LP. Ja, wir schafft haben es. Hallo, was machen Sie denn da? Der hat gesagt, dass er meinen Printer hat, ne? Was soll denn das? Oh. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal Dark RP Folge 4. Was? Alter, ruhe ja, jetzt mal hier. Wir labern ja alle zu. Können wir mal weglaufen? Jetzt seid mal leise, ich versuche anzumoderieren. Was? Meine Güte. Rude. Rude. Ruhe hier mal im Kabuff mit dem Simon Jones. Wenn du es mir sagst, bin ich still. Ja, Anmoderation-Video. Welches Aufnahmeprogramm benutzt du? Ich bin auch YouTuber. Ja, schön, jetzt kommen wir gehen jetzt. Ja, gut, Ja, sollen wir jetzt mal da drüben hin? Pass auf. Hier, ich hab's dir in den Chat geschrieben, wie mein Kanal heißt. Dann kannst du drauf gucken. Da steht auch mein Aufnahmeprogramm, okay? Alles wunderbar. Los geht's. Aber wir gehen jetzt woanders hin. Ja, erklär mal, warum wir denn gewechselt haben. Wir sind gewechselt, weil wir mal hier den Server austesten wollten. Mhm. Und der klang ziemlich verlockend, was man alles machen kann. Und beim anderen bin ich auch noch gebannt, also. Wegen den Trolling. Nee, Quatsch. Oh, guck mal. Das ist ja schöne Scheine. Sollen wir was aufschlagen? Schöne Scheiße, was? Nee, hier sieht so aus wie so ein Ort, wo man was aufschlagen kann. Guck mal, ich hab hier sogar so einen Identifikationsausweis, wo man Job und so. Ja, ja, hier. Schon gesehen. Face drauf ist. Voll lustig. Könnt auch mal gerne auf den Server. Tun. Ja, sieht ganz nett aus. Es waren ja im Kommentaren schon ein paar dabei, die das wollten, dass wir mal auf den Server spielen. Genau. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus. So, dann sind wir wieder zurück. Dann sind wir wieder zurück. Ton ist umgestellt, habe ich gehört. Ton ist umgestellt, richtig. Wunderbar. Und was machen wir denn jetzt? Es gibt so eine große Auswahl an Berufen. Man sieht hier direkt, wie der Typ aussieht, den man bekommt. Das finde ich auch gut. Aber wen nehmen wir denn jetzt am besten? Also was nehmen wir denn für einen Job? Es ist kein Bürgermeister da. Wir können mal Bürgermeister spielen. Aber das geht, glaube ich, nicht, oder? Probier es mal. Nee, man muss 12 Stunden Spielzeit haben. Ja, das ist aber, wie gesagt, das hatten wir eben auch schon. Wir haben ein bisschen hier schon 10, 20 Minuten schon drauf gespielt. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist so ein RDM-Schutz. Genau. Also alle Staatsbeamten-Jobs kann man nicht spielen. Ja. Definitiv nein. Absolut nicht, nee. Hab sogar. Was können wir denn sonst noch spielen? Verkäufer? Was ist denn Verkäufer? Sollen wir uns das... Ja, ist auch voll. Waffenhändler ist auch voll. Ist voll, ja. Dieb? Aber was sollen wir da machen? 27 Leute haben Dieb, also ich finde das schon... Drogendealer können wir machen. Das ist genau 0 von 2. Drogendealer? Ja. Das ist eine sehr gute Wahl, wir können es gerne mal machen. Kurz. Aber Drogendealer, da kann man ja nur dealen, weißt du? Achso, wir können da nicht anbauen? Doch, wir können auch anbauen. Ja, sicher. Ja, was sollen wir sagen? Ja gut, ich bin Drogendealer. Ja, ich auch. Ich schau. Hier, Drogenzubehör. Ja, hier Weedpflanze, Metallabor. Ja, wir müssen uns eine Base aufschlagen, ne? Ja, wir können die. Nee, sollen die. Ja, sehen? Ein bisschen auffällig, ne? Ja, aber hier ist so viel Platz. Ja, weißt ist halt du? Mega geil eigentlich, echt. Oder. Ich weiß nicht, musst du entscheiden. Nee, sag du. Was gefällt dir denn hier am besten? Also ich muss. Sollen wir. Oder wir gehen einmal kurz in die Stadt und schauen mal kurz, ob es da was anderes gibt. Ja, ne? Ja, aber ich finde das eigentlich ja, super. Ja, ich finde das echt auch süß hier, vor allem, weil das so abgelegen ist. Obwohl, hier gab es doch irgendwo noch, was ist denn mit dem Haus hier drüben? Sollen wir hier so eine Farm aufmachen, so eine Weed-Farm? So eine Weed-Farm? Ja. Hier so mit Haus und so? Das wäre das, eben, hier ist noch besser eigentlich. Hier ist nicht so groß. Da, ja, komm, lass das dann. Ja. Okay, dann kaufe ich mal kurz die Tür, oder kaufst du die Tür, oder? Ich kann mir gerade kaufen.
Wie kann ich Mitbesitzer? Ah, hier. Besitzer hinzufügen. Simon Jones. Ist endlich mal alphabetisch geordnet. Ja, finde ich auch. Finde ich auch gut, naja. Okay. Hab dich. Hast du dein Foto gemacht? Sorry. Simon Jones. Bin ich. Okay, wunderbar. Ja. Und das Coole ist, es gibt halt auch hier keine Energie. Das heißt, man braucht kein Essen. Und das finde ich hoppala, richtig cool. Ja. Dass man nicht immer zum Koch laufen muss und dann. Das ist richtig nice. Das stimmt. Gut. Ich barrikadiere mal die Fenster. Ist natürlich auch sehr schlau, auf den Identifikationsausweis zu schreiben. Damit keiner weiß, ne? Dass man ein Drogendealer ist. Was du machst. Oh, überall werden hier diese Infos an der Seite eingeblendet. Ja, genau, die gehen aber immer wieder weg. Das ist manchmal ein bisschen doof, aber. Muss ich erstmal gucken, ob ich irgendwas. Du kannst mal F4 drücken, da sind so, ist unter Drogenshop oder Drogenzubehör, kannst du mal gucken, ob es da was. Drogenshop. ich kann mir halt nichts kaufen, irgendwie, ne? Wieso? Ich hab kein Geld. Du hast ein bisschen das Ding vorbeigetreten? Ja, aber ich hab da irgendwie kein Geld bekommen. Warte, ich schreib mal. Hast du denn 25? Ja, ich hab Ben aber nur geschrieben. Ich hab Ben nochmal geschrieben, deswegen. Warte, soll ich den auch nochmal schreiben? Nee, komm, das weil, ja, nee, aber es ist halt blöd, weil dann haben wir kein Startgeld. Du hast ja Startgeld, da kannst du ja schon okay, was kaufen. Okay. Ich baue hier schon mal ein bisschen ab, ne? Ja. Mach ich hier schon mal so ein bisschen. Es wird mal eine etwas größere Staffel, weil ich muss vorproduzieren, weil ich jetzt zum Urlaub morgen fliege. Ach, Elias. Morgen Donnerstag, ne? Elias. Donnerstag und da bin ich erstmal eine Woche weg und dann kann ich nichts produzieren. Schrecklich. Und dann kommt das wieder so rüber, dass ich inaktiv wäre, weißt du? Ja, bist du niemals du und inaktiv. Ich bin niemals inaktiv, nein. Du und inaktiv, nein. Na, passt das denn ja nicht? Also irgendwie habe ich das verlernt, mit der Physik dann umzugehen. So, jetzt geht's hin. Material. Muss aufpassen, dass ich mich hier gleich nicht weg selbst, hier Selbstmord begehe. Okay, man kann kein. Durch diese Physics Prop ganz. Man kann gar keine Materials setzen, schade. Set Story. Gibt's ja auch keinen anderen? Gab's nicht mal irgendwie. Nee, gibt's nicht. Kann man das nicht. Hä? Huh? Kann man das nicht auf die, nur auf das andere hier machen? Nee. Aber Licht kann man auch nicht setzen, schade. This model of this entity is in the blacklist. Was hältst du von Weed? Also ich würde sagen, ja, ich habe auch nicht so viel Geld. Was soll ich kaufen? Weedpflanze, Methylbohr oder hier? Ich würde sagen, also das Ding ist eine Weedpflanze, das dauert immer bis der Geld. Und der kostet aber auch 5.000, das ist das billigste. Nee, Heroinabohr ist auch 5.000. Ich würde eher Methylbohr holen, ne? Ich könnte preislich hier 2 holen. Ja, hol 2. Was ist das denn hier? Ich habe jetzt aber nur eins irgendwie, ne? Ja. Ja, dann pack das mal irgendwo hin. Ich hole noch ein zweites. Ja, wie kann man denn da was reinmachen? Keine Ahnung. Ich dachte, das geht von alleine irgendwie. Nee, da muss man irgendwas reinmachen. Oh. Hätte man es vielleicht informieren sollen? Ich habe ehrlich gesagt noch nie irgend sowas gespielt. Guck, hier gibt's einen Bitminer. Ja. Ja, aber, wie macht man das? Scheiß. Soll ich uns mal einen Supporter holen? Ja, ich ja. Mal einen Supporter. Einen Support, also. Nee, mal gucken. Support. Support. Ja. Sonstiges. Kleine Frage. So. Können wir gleich mal gucken, wie schnell der Support hier reagiert. Der klopft jemand an der Tür, glaube ich, oder? Du kannst du eventuell von dem Geld eine Überwachungskamera kaufen? Kann ich machen, aber das wäre Geld halt. Ja, also. Weil es wäre besser, wenn wir jetzt einen Gelddrucker hätten. Ne? Ach ja, Money Printer. Gibt's hier überhaupt? Ja, Gelddrucker. Sollen wir uns, glaube ich, kaufen wir mal einen Gelddrucker. Wie ist es so dunkel hier, oder? Oh. Ah, jetzt ist er umgedreht. Das hasse ich echt, warum kann man die nur mit der Gravity Gun? Oh, hallo? Ja, wie kriegt man Geld raus? Da habe ich schon Geld rausbekommen. Hey. Der muss einfach.
eh draufdrücken. Aber du musst, kauf dir lieber einen eigenen Printer, das ist nicht so viel Geld, was da rauskommt. Oh, für mich ist das viel Geld. Nee, hör mal auf, jetzt nicht hier klauen. Hallo. Mein Geld. Okay. Aber wir müssen jetzt trotzdem mal wissen, was wir... Ich hab einen Geldsammler extra. Kann ich das da reinmachen? Marlon? Ja? Hallo? Was hast du jetzt gegen Geldsammler? Oh, meine Fresse. Ja, was hast du jetzt gegen meinen Geldsammler? Ja, nerv. Was ist das denn hier? Das ist Geld. Das ist der Geldsammler. Ja, der geht mir auf den Sack. Jetzt mach dich nochmal da drauf. Ja, was bringt das denn? Ja, dann sammelt der Geld. Hallo? Ich verstehe es halt gerade echt nicht, ne? Jetzt habe ich mal mein Geld für so einen Geldsammler rausgeworfen. Ich glaube, das ist nicht für einen Money Printer, der Geldsammler. Glaube ich auch. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ah, dieser fucking Geldsammler, ey. Ja, wo bleibt denn jetzt jemand hier im Supporter? Was hast du jetzt gegen Geldsammler? Ich sehe den nervt mich. Aber ich hab schon viel Geld bekommen. Ja, aber ich nehme meinen Gelddrucker. Ja, da, aber wenn die das sehen, wieso nicht? Ja, aber der Supporter darf das ja, ne? Der macht ja sowieso nichts. Ja, pass auf, jetzt aber lass uns erstmal gucken, was wir hier reinmachen müssen. Soll ich mir, oder ich schreibe mal OOC. Oh, das Geräusch ist echt nervig, was? Da musst du Geld reinmachen. Was? Nein. Oh, da fängt mir echt viel mit. Ich würde mir mal auch einen Money-Printer kaufen, mal. Oder ja, ich hab ja kein Geld mehr für meinen Printer. Ich hab ja alles für einen Geldsammler ausgegeben. Der scheiß Geldsammler. Ich bin jetzt gleich reich, oder? Was macht denn der Geldsammler? Keine Ahnung, ich denke mal, da kannst du einfach Geld draufwerfen und dann wird es da reingepackt. Nee. Doch. Nee, der ist ja verbunden mit deinem Money Printer. Echt? Ja, der ist connected. Drück mal eh drauf. Money Printer. Ah, jetzt ist er verbunden. Jetzt ist er verbunden. Hä? Ja, du musst da einmal drauf drücken, dann wird's grün. Hä? Du musst auf. Warte mal kurz. Das muss. Ich sehe das oben rechts nicht, weil das immer so abläuft. Jetzt ist er verbunden. Nur wenn er grün ist, also wenn die Schrift grün ist, ist er verbunden. Jetzt nimmt er das Geld raus, oder was? Nee. Nee. Okay. Geldsammler. Ja, lass einfach mal an jetzt, lass mal an. Wir gucken gleich mal rein. Ja. Lass es einfach mal liegen. Ja, hallo. Ja, ist doch. Achso, ich bin hier hin. Ja, okay. Ja, wie machen wir das denn jetzt hier? Das ist die Frage. Was denn? Das hier? Was haben wir aus Breaking Bad gelernt? sehr guter Ansatz. Was habe ich in Chemie gelernt? Was habe ich in Chemie gelernt? Das ist... Ich glaube, ich kaufe uns mal eine Kamera und Bildschirm, damit wir uns einmal hier immer mal rausgucken können, falls da jemand. Schreib du das mal in den Chat, ich glaube, der antwortet mehr als mir. Sad story, aber ist so. Ich sehe gar nicht meinen Chat, was ich da schreibe. Das ist irgendwie so. Ja, ich weiß, der ist irgendwie nach unten so. Ich glaube, das ist Doppelslash, oder? Ah, so, okay. Kamerabildschirm. Wie funkt der nicht darum? Hier, guck mal, hier, guck mal. Security. Sehr gut. Ich finde mega gut, dass es einfach jeder benutzen darf, so eine Kamera, nicht nur die Security-Männer, weil. Ja, das ist wirklich schön. Das cool. Ist echt praktisch. Tja. Ja, irgendwie. Irgendwie kommt kein Supporter, irgendwie antwortet uns keiner. Jetzt haben wir für viel Geld so Fettlabore gekauft. Ja, ich hole einen Gelddrucker. Oh, da ist er. Da ist er, ja. Ich mach den da hinten hin.
Was bringt denn dieser Geldsammler? Sammelt er für dich das Geld ein, also packt es auf dein Konto oder was? Nee. Guck mal, was gibt's noch für Upgrades, beziehungsweise wann kann man also da Also Kühlung Upgrades und kaufen? Sowas, das ist immer, damit der nicht so schnell, weil, pass auf, wenn diese, der blaue... Aber kann man denn Upgrades kaufen? Kann man nicht die ganze, kann man doch die ganze Zeit eigentlich. Hm? Normalerweise kannst du das die ganze Zeit. Tja. So, ich frag mal Ben. Ben, wie funktioniert... Meth-Labor. Was muss man in das Labor reinpacken? Oh, ist das laut, Alter. Ja, das ist die Aufnahme auch nicht so... Nicht so gut. Nicht so gut, nee. Naja. Okay, Ben, antwortet mir immerhin. Phosphor. Kurz. Woher bekommt man da? Anderen Seite. Phosphor. Ja, super, Phosphor. Ja, ja, aber ich... Na, super. Wahrscheinlich können wir das irgendwie vom Schwarzmarkthändler oder so. Was ist das denn? Also... SEK steht vor der Tür. Simon. Was? SEK steht vor der Tür. Ja, dann, aber wir müssen das meinen. Wir müssen das meinen. Da steht doch gar keiner vor der Tür. Nee, da hat aber gerade jemand SEK. Oder? Da steht vor der Tür. Da ist doch gar keiner. Da steht vor der Tür. Hallo? Was will ich? Wieso das denn? Was? Wieso? Ja, Hilfe. Geh weg! Ja. Hey, ich hab gar keinen. Die sind bei mir verunsichtbar. Also? Ja, was ist denn hier los? Das ist mein Bruder. Hello. Ihr seid bei mir unsichtbar übrigens. Finde ich sehr schön. Hallo. Hallo. Ich bin voller Geld. Nee, bitte nicht. Die habe ich teuer gekauft. Da habe ich auch Geld bekommen. Hallo? Ich bin gefesselt. Hallo, ganz kurz, ihr seid unsichtbar bei mir. Also nicht wundern. Aber nicht, hallo, nicht den Geldscanner, nicht den Geldsammler. Hallo, ihr wisst, dass ich so viel Geld dafür bezahlt habe, das glaubt ihr gar nicht. Halt nicht ein. Den Geldsammler, bitte. Hallo, nicht den Geldsammler. It's not illegal to have a Geldsammler. Das sind nur Küchenutensilien da drüben, ne? Hat nichts mit Meth zu tun oder so.